Jo, herzlich willkommen zurück zu BioShock Infinite. Nun mit neuen Einstellungen und mitunter auf Windows 10 anstatt Windows 7. Ich habe vorsichtshalber einen Kompatibilitätsmodus drauf gekloppt und ja, wollen nochmal hoffen, dass mein Spielstand wieder da ist. Aber das sieht ja ganz gut aus, ne? Mal nochmal sehen, wie es weitergeht hier. Monument Island Eingang. Ich bin völlig raus, ne? Ich habe gar keine Ahnung mehr, was hier los ist. Aber ja, man findet sich hoffentlich schnell wieder ein hier. Da steht ein Gegner, den hauen wir gleich mal weg. Ach so, nee, würde ich gerne, kann ich ja gar nicht. Steht hinter einer Scheibe. Ja, das ist ja geil. Oh fuck. Ich wüsste nicht, dass ich hier irgendwie verreckt wäre oder so. Halt die Klappe. Und du genauso. Ja, war das, schießt einer von hinter mir, aber naja. So, mit F war das. Ruhe. Ah. Ja, ein Mistviecher. Wie war das? Ja, komm, lauf zu mir. Kriegst du gleich die Kugel, Junge. Alter Schwede, so viel auf einmal. Ihr habt da Eier am Wandern, Jungs. Lauter. Also mir war so, als hätten wir das eigentlich schon gemacht hier, aber naja. Na komm, bisschen bereit, los. So. Sieht's aus hier? Munition ist da. Na kommt schon, zeigt euch, wo seid ihr denn? Ja, kommt schon, kommt schon. Feierabend hier. Halt die Fresse. Ihr kleinen Wichte. Ich zeig euch mal, was das bedeutet, sich mit mir anzulegen, Jungs. Ihr habt wohl Eier am Wandern. Mal her mit dem ganzen Stuff hier. Ja, Munition für das Ding wäre mal nicht schlecht. Kann ich mit der Pistole rumkniften hier. Kann man hier schönes rumflitzen. Ah, Munition. Sieh mal eine an. Sehr schön. Irgendwie Fliegen am Start. Ein Kakerlaken. Lecker. Kann ich euch zertreten? Zerspringen so. Ja. Gut, immerhin ist mein Spielschein nicht ganz im Eimer. Das ist ja schon mal was. Gibt's wieder Stuff. Bin ich gleich wieder Tourist, ja? Schön klassische Musik, jawohl. Ja. Greatest mind is insane. Ja, super, Betty. Ich weiß
war der Meinung, das hätten wir eigentlich schon hier. Aber gut, ich habe es eigentlich schon mal durchgespielt. Insofern habe ich quasi alles schon mal gemacht. Kann jetzt auch täuschen. Nö, da hat er irgendwas aufgesammelt, ne? Ja, ist geil. Ich habe recht konstante 60 FPS. Wie ich das so sehe im MSI Afterburner mit HW Info OSD. Was heißt OSD eigentlich vollständig? Overlay Screen Display oder so, ne? Benutzt das die ganze Zeit. Weiß, wie es heißt. Das Kürzel, aber man weiß nicht, was das Kürzel bedeutet. Das ist immer das Geilste. So. Hier geht's jetzt aber nicht weiter. Hier gab's nur Zeug, ne? Ich wette, ich muss durch die Tür da. Man will ja noch mal ein bisschen gucken, ne? Ich höre irgendwas. Euch. Wie auch immer. Ah, hier gibt's Moneten. Ja, ich kann den Schrank von außen durchsuchen. Das ist so genial. Brauch ja gar nicht mehr reinlaufen, ne? Was auf den da? So, noch wer, der sich mit mir anlegen will? Hallo? Ah, es wird wieder hell. Ah, die Geschichte. Ah, keine Ahnung. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Halt die Fresse. Skylines, huh? Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Das ist so genial. Es gibt eine Gefahr, eine Bedrohung. Der falsche Hirte, er ist in Columbia. Voller Hass, Habgier und Arglist. Gesundheitsinfusion, Schildinfusion, Salze. Gesundheit, das haben wir immer. Eines Schlags im Ruf. Genau das, was wir jetzt brauchen. Er sucht das Lamm und eilt zu seinem Turm. Ja, bis laufen uns wieder hier, volles Programm. Booker ist Alkoholiker anscheinend. Boah, ist der breit, ey. Alter Schwede, ey. Ist jetzt mal gut hier? Junge, 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 Junge. Ja, kann ich nochmal ein Stück zurückgehen wieder hier. Vielleicht wird er wieder nüchtern hier. Junge, Junge, Junge. Ist ja schlimm mit dem. Ja. Und jetzt kann ich auf die andere Seite, oder? Oh. Soll ja weitergehen hier. Yeah. Kommst du da nicht hin? Irgendwie? Na egal, weiter geht's. Und da kamen wir, oder? Mal irgendwie rum hier. Komm, ich kaufen wir uns. Ja, gleich Feierabend machen hier. Der portable Plattenspieler, Boxerphone. Jawohl. Wie war das? J, ne? Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte, den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Der gehört auch zu dieser Sekte, oder? Und der sah, dass es gut war. Klingt mir nach einem Gruselfilm, ey. Können wir hier weiter, weil das da jetzt endlich weg ist, ja?
Zack. Beste. Mit wem wollt ihr euch denn anlegen? Mit mir? Einer. Läuft da weg von mir. Von hier oben seht ihr fast aus wie Ameisen, Freunde. Ja, das will ich sehen. Wo bist du denn, ne? Feigling. Halt mal die Fresse jetzt. Muss ich jetzt hier runterspringen? Dann tue ich mir doch sicherlich weh, oder? Uah, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ah, ne, hier. Hier rüber. Dann kann ich hier runter. Ammunition hier. Klick, klack, zick, zack. Und jetzt kann ich, glaube ich, hier so halbwegs verletzungsfrei runter, oder? Weil ich natürlich eigentlich auch dahin könnte, ne? Das macht sogar am meisten Sinn, weil hier runterspringen, da werde ich mich mit Sicherheit verletzen hier. Machen wir das doch mal so. Secret? Ja, da komme ich nicht hin. Ich komme nicht weit, ja genau. Gib Ruhe, Junge. Wie war denn das eigentlich mit dem Schwierigkeitsgrad? Wo stehen wir denn eigentlich gerade? Spiel auf normal, okay? Ich hatte ja mal auf leicht angefangen, ne? Ja, mal gucken, wie lange ich das durchhalte hier. Wollen doch mal sehen. Ja, mit F hab ich... Wo denn wer denn? Halt die Schnauze, Junge. Ist der George, der aus dem Dschungel kam, oder warum grölst du so komisch durch die Gegend? Uah. Junge, 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 Junge. Was für Primaten hier. Jetzt geht's hier theoretisch weiter, ja? Okay. Eigentlich wollte ich ganz gerne da unten hin, wo die da... Da lag ja noch Zeug rum, oder? Kann ich da nicht runter? Hm. Ja doch, wenn ich so hier runtergehe, dann dürfte das ja klappen. Immer. Aber ein bisschen. Oben ist noch eine Skyline. Mhm. Wenn ich irgendwie höher raufkäme, käme ich wohl ran. Habe ich ein Stück Story gerade irgendwie übersprungen oder was? Auch gut. Aber wir holen es ja nach. Insofern. Aber hier gibt's auch nichts, ne? Bisschen Geld, bisschen dies, bisschen das. Aber nichts Besonderes. Es ist dieses typische Jäger und Sammler gemacht, aber sonst ist hier ja nichts, ne? Bisschen Munition. Naja. Ah, dann geht's wieder nach oben. Sehr lustigerweise die Zeit ja auch. Sonst nie so drauf geachtet habe beim Aufnehmen und wir haben noch ein bisschen bis 20 Minuten. Ansonsten hätte ich jetzt hier mal gesagt, weil ich ja auch mal maximal 20 Minuten aufnehmen will. Ja, wir machen mal ein Päuschen, aber ein bisschen können wir ja noch. Jetzt geht's in die verkehrte Richtung, ne? Super. Sehr geil. Ach nö. Jetzt darf ich hier nämlich wieder rumlaufen, ne? Machen wir einfach mal. Ist ja kein Problem, sind ja schnell zu Fuß. Muss auf die andere Seite, damit es in die andere Richtung geht. Das ging aber von da jetzt irgendwie nicht. Warum auch immer. Ja. Jungs, was ist denn los? Trete zurück!
Man weiß ja, dass ich da bin, ne? Anscheinend. Abknallen kann ich doch trotzdem, oder? Schön sadistisch. Immer mit mehreren Leuten, ihr feigen Schweine. Leidet dafür. Leidet. Als Sektenanhänger. Später wieder auf mich losgehen, aufs Dach, ne? Und diese Skyline nochmal in einen. Könnt ihr vergessen, Jungs. Ihr geht auf mich nicht mehr los. Halt die Fresse, Junge. Oh. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wundet nie. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Booker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt, so wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Ja. Was führt Sie nach Columbia, Booker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Das hat die Menschheit so an sich. Das hat die Menschheit so an sich. Naja. Gut, machen wir hier erstmal einen Cut eigentlich, oder? Wenn wir können. Ja, irgendwie nicht, weil ich glaube ja, das ist wieder diese Speichergeschichte hier. So langsam wäre mal wieder Ende angesagt. Es ist doch zum Mäusemelken bei diesem Spiel. Naja, machen wir erstmal noch weiter. Ich wette, das wird wieder länger als 20 Minuten, weil ich einfach nicht sehe, dass er gespeichert hat. Oder er halt auch wirklich nicht gespeichert hat. Er ist mit meiner Hand los. Ich habe ja diesen Adler-Typen da fertig. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Ihr geht später nicht auf mich los, das sage ich euch. Zurück. Ja, komm. Ach du Scheiße. Junge. Ja. Ja, komm, halt mal die Klappe. Was willst du denn, ne? Kugeln kannst du haben, sind alle schneller wie du. Alle. Eine Pappnase. Mach ich einen Sack zu hier. Komm ran, wenn du dich traust. Traust dich nicht, ne? So, der ist da runtergeflogen. Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Ja, machen wir gleich. Ich erstmal ein bisschen umgucken hier. Jäger und Sammler sein. Aber hier hinten gibt's ja nichts, ne? Ja, kommen wir hier rein? Anscheinend nicht. Keine Sorge, ich tue dir schon nichts. The World of the Prophet. Ja, ist klar, ey. Schön hinsetzen. Dann wird alles gut. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Himmel! Ich muss hier raus! Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Ich glaube, das war
falsch oder so? Ja. Doch, da bin ich gerade schon einmal verreckt irgendwie oder was, ne? Scheiße. Alter Schwede, ey. Profil speichern, ja, wunderbar. Genau 20 Minuten. Ja. Bis zum nächsten Mal.